Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wo wir hingehen? Woher soll ich denn das wissen? Sehe ich vielleicht wie die Anführerin dieser fröhlichen Bande von Sonderlingen aus? Einen Schritt weiter und der Junge stirbt. Sag diesem Dreckskerl, wer wir sind. An eurer Stelle würde ich den Sohn des Vicomte nicht bedrohen. Was? Oh, ihr habt wohl gerade einen Hinweis von einem Sklavenhändler erhalten, dass er Magierfleisch günstig anbietet. Habt ihr nicht gefragt, woher er es hat? Habt ihr euch nicht gefragt, ob ihr nicht vielleicht den Lieblingsspross des Vicomte von seiner elfischen Geliebten kauft? Den Jungen, den zu beschützen er geschworen hat, selbst wenn er dafür die gesamten freien Marschen aufbieten müsste? Ich will keinen Krieg mit den freien Marschen. Bringt den Jungen zu seinem Vater zurück. Oh, das ist ein äußerst großzügiges Angebot. Das war der Preis für den Jungen. Nehmt es bitte an als Friedensangebot. Wer seid ihr? Arbeitet ihr für die Templer? Eure Mutter schickt mich. Kein großer Unterschied. Ich fasse es nicht. Immer hieß es, ich liebe dich und werde dich beschützen. Dann ein paar böse Träume und plötzlich wird daraus ab zu den Templern. Ich bin hier, um euch zu helfen, Fenrir. Weshalb? Ihr kennt mich nicht mal. Ich bin wie ihr. Ihr seid die erste Magierin, die ich treffe. Die meisten werden eingesperrt wie Leprakranke. Könntet ihr mir wohl helfen, zu den Dalish zu gelangen? Dort wollte ich nämlich hin. Vielleicht nehmen sie mich ja auf. Ich bin ebenso viel Dalish wie Mensch. Stutzt eure Ohren nicht, sonst werden sie euch umgehend erschießen. Lieber werde ich von den Dalish getötet, als von Templern zum Besänftigten gemacht.
Ich weiß, dass es in anderen Königreichen nicht so ist, aber hier hilft niemand Zirkelmagiern. Für alles, was den Templern nicht passt, wird man gebrandmarkt. Die Dalish haben die Magie schon ewig. Sie könnten mich ausbilden. Ich wäre keine Gefahr, das schwöre ich. Euer Menschsein würde euch im Volke zeichnen, nicht eure Magie. Aber ich denke, sie würden euch aufnehmen. Weil kein Dalish-Magier je vom Weg abgekommen ist. Hatte eure Mutter recht? Werdet ihr bereits von Dämonen geplagt? Ich bin nicht sicher. Ich habe Träume. In den Träumen höre ich Stimmen. Sie fordern mich auf, zu kommen, der Leere um sie herum Form zu verleihen. Aber die Hüterin der Dalish ist weise. Wenn mir jemand helfen kann, dann sie. Ich kenne die Hüterin. Ich sorge dafür, dass sie euch aufnimmt. Dann hasst sie die Menschen nicht? Oh, ich bin ja so erleichtert. Ich wusste, dass sie mir helfen kann. Den Schöpfern sei Dank, dass meine Mutter euch auf die Suche nach mir geschickt hat. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, werte Freundin. Wir sollten der Mutter des Jungen sagen, was aus ihm geworden ist. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Varric. Dann habt ihr es also in einem Stück zurück ins Gesindeviertel geschafft? Ich weiß gar nicht, wie ich in der Dunkelstadt gelandet bin. Es gibt einfach zu viele Straßenecken in Kirkwall. Habt ihr die Garnrolle noch? Ich habe sie in meinem Haus gelassen. Aber keine Sorge, solange wir Hawk folgen, verlaufe ich mich nicht. Nehmt sie nächstes Mal mit, Gänseblümchen. Nur zur Sicherheit. Also, Elf, das, was ihr da mit eurer Hand macht. Bereits jetzt ist klar, dass das Gespräch keinen angenehmen Verlauf nehmen wird. Ich wette, das erleichtert den Taschendiebstahl ungemein. Ich werde es mal versuchen und herausfinden.